Wir gestalten gemeinsam die Twin Transition zu mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist nicht nur ein Narrativ, sondern bildet ganz konkrete Herausforderungen und Chancen für die Kreativen in Köln ab. Von der simplen Notwendigkeit, Energie zu sparen, bis zu Ideen der Kreislaufwirtschaft, von praktischen Fragen des Promptens bis zu erwarteten Umbrüchen im kreativen Arbeitsmarkt. Diese großen Fragen kann man nicht an einem Tag erschöpfend diskutieren, aber uns war wichtig, Staub aufzuwirbeln und das erste Mal in Köln die Gemeinsamkeiten und die verbindenden Interessen der gesamten Kultur- und Kreativwirtschaft zu betonen. Kultur- und Kreativwirtschaft ist identitätsbildend in Köln, ist wichtig für das Bild nach innen und nach außen und sie ist natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir sprechen hier von rund 10 Milliarden Euro Umsatz, rund 60.000 Beschäftigte. Das kann sich wirklich sehen lassen und die Branche treibt natürlich einiges um. Das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind beides Themen, die zum einen Herausforderungen in sich bürgen, aber auch große Chancen. Und damit die Chancen genutzt werden können oder man sich den Herausforderungen stellt, ist das Thema lebenslanges Lernen besonders wichtig. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel. Die Köln Business ist Anlaufstelle für Kompass, ein Förderprogramm für Solo-Selbstständige, mit dem sie 90% ihrer Weiterbildungskosten fördern lassen können. Mir hat die Twin Peaks Konferenz sehr gut gefallen, weil ich es toll fand, wieder eine Live-Veranstaltung zu haben und diese Dynamik zu spüren, dass man sich wirklich austauscht, ins Netzwerken kommt, es alles so summt vor Energie. Und aus der Perspektive der Nachhaltigkeit finde ich es halt total inspirierend zu sehen, dass man jetzt die Leute an einem Ort zusammen hat, zu sehen, was sie an Maßnahmen tatsächlich schon umsetzen, weil oft ist man so für sich in seinem stillen Kämmerlein und dafür braucht man eben Austausch auch, zu sehen, ah, okay, da gibt es Good Practices, wie inspirieren die mich? Und dafür ist eine Konferenz natürlich wie geschaffen. Die Zukunft der Kölner Kultur- und Kreativwirtschaft ist nachhaltig, digital und verdammt erfolgreich. Um das in Zukunft wirklich gemeinsam Wahrheit werden zu lassen, sind wir alle auf Verbündete angewiesen. Wer sich dabei einbringen möchte, darf sich gern bei uns als Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft von Köln Business melden. Wir planen zunehmend auch gemeinsam viele Veranstaltungen, Förderungen und Initiativen. Und natürlich eine Twin Peaks 2024.